Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorb am Start für euch mit einer neuen Folge zu Assassin's Creed Odyssey. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde, und vielen, vielen Dank an die aktiven Supporter, die auch, ja, die letzten beiden Videos, das Ende der Atlantis-Story, bewertet haben. Vielen, vielen Dank, Freunde. Und einige hatten ja gefragt, machen wir noch weiter, machen wir nicht weiter. Und ich hatte ja auch gefragt, im Gegenzug, wie man am besten... Das ist die Stadt, die wir vom Einos aus gesehen haben, Ikarus. Hier wollte ich schon immer mal hin. Krass, hier waren wir noch nicht so richtig. Stimmt, wir haben ganz schön viele Fragezeichen hier. Ja, ich hatte im Gegenzug gefragt, wie man am besten und am effektivsten die ganzen Kultisten jagt. Ich frage sie, ich stelle die Frage nochmal. Vielleicht weiß das jemand von euch, wie man das am effektivsten macht. Was ich jetzt aber erstmal in dieser Folge machen möchte, ist, ihr seht es schon links oben, das eine oder andere vielleicht der legendären Tiere jagen. Auf jeden Fall erstmal den Bären, der ist hier in der Nähe. Und Freunde, es gab ja in der Zwischenzeit ein neues, großes Update für Assassin's Creed. Ich glaube, 1.07 ist es, glaube ich, schon. Oder 1.06. Ne, ich glaube, 07 ist es, glaube ich. Da gibt es einige Änderungen. Zum Beispiel kam auch, glaube ich, ich weiß nicht, im Zusammenhang mit dem Update oder vorher schon, kam ein neuer Bossfight mit rein. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, bis Level 70 zu leveln. Ja, ich habe auch 8 Fähigkeitspunkte. What the fuck, Alter? Anscheinend habe ich, ja, stimmt, genau. Denn wenn man schon länger Level 50 war und die ganzen, boah, ich bin ein bisschen verschnupft, es tut mir leid, also falls ihr da irgendwas hört. Ist nämlich so, wenn ihr vorher Level 50 wart und die ganze Zeit schon weiter gespielt habt und Erfahrungspunkte gemacht habt, die ein Level-Up wert wären, kriegt ihr das jetzt als Fähigkeitspunkt, aber nicht als Level. Aber wir können jetzt, wie gesagt, weiter leveln. Das war ein Punkt. Was war denn noch neu? Warte mal. Was war denn noch? Stimmt, irgendwas bei den Söldner war noch neu? Dass man, glaube ich, jetzt sieht, was man bekommt oder so. Detaillierte Söldner-Vorteile. Genau, ja, hier. Genau. Ach, krass. Man kriegt mehr, 10% mehr Glück. Ah. Krass. Das ist nice. Schiff. Haben wir beim Schiff irgendwas? Haben wir eigentlich genug Tafeln, um mal was zu upgraden? Jawohl! Bang, Junge! Was? Ach du Scheiße! Ah, ich dachte schon. Mir wurde gerade bewusst, dass ich gerade mal auf lila bin. Ich dachte, ich wäre die ganze Zeit Gold. Irgendwie so. Aber dafür brauche ich einfach heftig Ressourcen, Junge. Ressourcen ohne Ende. Brudi, was ist da los? Boah, ich bin so verschnupft, es tut mir leid, ey. Es tut mir leid, Freunde. Ihr müsst das jetzt vielleicht ein bisschen ertragen. Auf jeden Fall schon mal danke an alle, die gute Besserung wünschen. Das sind ja eh immer sehr viele Ehrenmänner und Ehrenfrauen unterwegs. Deswegen jetzt schon mal danke. Was kann ich denn noch an Fähigkeiten ändern? Ich weiß nicht, was meint ihr? Was soll ich mir noch kaufen? Ich könnte mir eigentlich alles kaufen. Eigentlich könnte ich mir alles kaufen. Aber ich brauche jetzt nicht unbedingt noch mehr Fähigkeiten, weißt du? Für die Fähigkeitsdinger hier, sondern eher. Keine Ahnung, oder? Komm, ich level das jetzt hier einfach auf. Guck mal, dann haben wir den Krieger-Dings, kann man den voll. Es gibt sicherlich bestimmt auch, wenn man alles voll hat, bestimmte Trophäe. Was war denn noch neu? Aber ich glaube, das sind so die... guck mal hier. Genau, stimmt, das! Ja, perfekt! Visuelles Anpassungssystem. Da kann man nämlich jetzt auf Rüstungsteile, die geile Werte haben, aber scheiße aussehen, kann man das mit dem Aussehen von geilen Sachen tauschen. Das ist nice. Zum Beispiel die Kapuze, ja? Zum Beispiel die Kapuze. Die hat jetzt nicht unbedingt die Werte, auf die ich Bock habe. Angenommen, obwohl Kopfschutzschaden ist schon sehr, sehr nice. Aber jetzt könnten wir das natürlich jetzt optisch auch nochmal anpassen. Alles. Das ist eigentlich ganz nice. Das ist eigentlich ein ganz nices Ding. Soweit ich aber gehört habe oder gesehen habe, New Game Plus gibt's noch nicht. Oder? Gibt's das schon? Ich find's eh immer ein bisschen ganz komisch. Ich find's eh komisch. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo angesprochen. Ich weiß gar nicht wo. Oder habe ich das mit irgendjemandem besprochen? Dass ich das gar nicht verstehen kann, warum es nicht zum Anfang, direkt zum Spiel-Release ein New Game Plus gibt. Das verstehe ich gar nicht.
Ich kann mir das nur einzig und allein damit erklären, dass sie das künstlich zurückhalten, um irgendwie so eine krasse News zu haben, weißt du? So in dem Sinne, yo, und jetzt gibt's New Game Plus. Jetzt habt ihr wieder, so in dem Sinne, jetzt habt ihr wieder ein Anreiz, das Spiel wieder anzupacken und weiter zu zocken, wisst ihr? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwer mitzuproduzieren ist während der normalen Produktionsphase, die mehrere Jahre dauert, dass man dann nicht zwischendurch sagt, alles klar, komm, hauen wir direkt von Anfang an New Game Plus. Wie groß werden Eber in diesem Land eigentlich? Ach nee, Eber, sorry, Freunde, ich war von auf der Liste, wir haben nämlich noch einen Bären, haben wir nämlich auch noch offen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz die Nase putzen, Freunde. Wir hören uns gleich. Los geht's. Okay, Freunde, holen wir uns den Eber. Let's go, let's go, let's go. Natürlich müssen wir wieder ein schickes Bild machen. Oh, der sieht giftig aus hier. Zack. So. Yes. Komm mal, das sieht doch gut aus, oder? Stimmt, ich glaube, es gibt auch noch eine Neuerung in dem Fotomodus, aber mit dem setze ich mich ja jetzt nicht so wirklich auseinander. So. Das sieht doch gut aus. Hey. Hat er gerade abgefurzt? Pumba-Style tatsächlich? Also wirklich. Probier es mal. Was hat mich da zurückgehalten? Die Giftwolke oder was? Pumba-Style furzt er mich einfach an. Aber gut, meine Nase ist eh zu, ich riech nichts. Perfekt. Yo, fast 400.000 Schaden, weißt du Bescheid. Was geht ab? Und 73.000 nur. Ohne die Buffs. Ja, die sind absolut keine Herausforderung. Ich spiele auf normal, aber die können gar nichts. Furzattacke, Junge! Oh, halt dich! Oh mein Gott, Motherfucker! Scheiß, Junge! Okay. Okay. Angefurzt vom Eber. Okay. 113 Leder! Bruder! So, warte mal, bevor wir jetzt zu Daphne gehen, der geilen Bitch. Oder sollen wir jedes Mal zu Daphne gehen? Ich weiß nicht. Oh, komm. Komm, gehen wir zu Daphne erstmal. Ist ja direkt hier eh. Deswegen machen wir das. Ich kann in dem Gebiet wieder nicht. Ach, das ist auch so dumm. Ich meine, ich verstehe das, aber es nervt. Es nervt jedes Mal. Weil es mich jedes Mal erwischt. Weißt du, ich stehe irgendwo in einem feindlichen Gebiet und will reisen und dann denke ich mir, ah, scheiße, geht da gar nicht. Let's go. Let's go. Wie gesagt, vorne Tipps, wie ich am besten schnell an die ganzen Kultisten komme, sagt es mir gerne, ja, sagt es mir gerne. Bewertet doch gerne weiterhin, wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, ja. Und vor allen Dingen auch guter Tipp, obwohl die haben jetzt eh schon wieder abgeschaltet, hört mal bitte zu. Freunde, wenn ihr ein Video guckt, ja, und es kommentiert, dann bitte ich euch vorher das Video zu gucken, ja, wieder, ja, wie, machst du noch weiter? Habe ich das nicht gesagt, Freunde? Macht nur noch weiter! Hört doch zu, Freunde, wirklich. Das ist das Mindeste. Weißt du, wenn man kommentiert, wenn man was wissen will, vor allen Dingen, hört zu. Hört zu, Freunde. Es wäre super. Ich meine, ich weiß, es ist anstrengend zuzuhören, weil, ja, da müsste man ja aufpassen. Aber ich habe das am Ende der Familienstory habe ich gesagt, wir machen noch weiter. Machst du noch weiter? Machst du noch weiter? Und jetzt auch bei Atlantis Story. Und das sind so für mich das beste Beispiel immer für die typischen YouTube-Zuschauer. Leider. Bestienbezwingerin, ich bin froh, dich wiederzusehen. Ich weiß, Baby. Dieser Eber erlegte sich zwar schwerer als der kalydonische, doch bisher habe ich noch jedes Schwein erlegt, das kannst du mir glauben. Die Götter waren weise, als sie dich zu mir sandten. Dann gibst du mal wieder ein Sek... Oh. Ich vertraue den Göttern. Sie führten mich auch zu dir. Sie haben Sinn für Humor. Wieso das? Wir werden nach der Jagd über die Götter und ihre Wünsche sprechen. Ja, meine Vermutung zurück, ist eh schon länger, ehrlich gesagt.
dass sie selbst Artemis sein soll. Das ist meine Vermutung zu dieser Storyline. Keine Ahnung, ob sie stimmt. Wir werden das herausfinden, Freunde. So, das nächste Tier. Eins schaffen wir auf jeden Fall noch in der Folge. Das ist ja auch ein Platz im Kosmos. Davon, also da bei dieser Mission gehst du zum Beispiel davon aus, dass wir irgendwann dann ein Treffen aus dem Kosmos, aus dem Kult. Ach, guck mal hier, genau das habe ich nämlich gelesen. Die Bären. So, warte mal. So, okay. Na, rangehen. Da ist es so. Na, wo bist du denn? Oh, hier bist du. Okay. Na gut, dann gehen wir nach Argos. So, Freunde. Und wie gesagt, natürlich auch nochmal zur Wiederholung. Wir machen auch den DLC, Freunde. Ja, der kommt ja, soweit ich weiß, im Dezember, glaube ich, wa? Im Dezember kommt er, genau. Ich komme jetzt so ein bisschen durcheinander, aber obwohl die einzigen beiden DLCs, die ich dieses Jahr noch zocken will, obwohl die drei, stimmt. Jetzt 20. November, glaube ich, war Spider-Man DLC, stimmt. Und der dritte, letzte Spider-Man DLC müsste ja auch im Dezember kommen, genauso wie Assassin's Creed DLC. Den habe ich auch natürlich vor zu zocken mit euch gemeinsam, wenn ihr da Bock drauf habt, Freunde. Also, wie gesagt, ihr wisst Bescheid da. Ja. Ich weiß auch nicht, also ich will, wie gesagt, ich will das Kultisten-Ding noch erleben. Und dann kann ich auch, glaube ich, mein Gesamtfazit aussprechen zu dem Spiel. Aber es ist schon ein gutes Spiel, aber wie gesagt, auch da, auch dieses Spiel hat leider ein paar Dinge an sich, die nicht so cool sind. Vor allem, die auch besser sein hätten können, sein werden, vielleicht irgendwann. Wer weiß. Ich bin mal gespannt. Aber Assassin's Creed ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Beschäftigungstherapie. So ein bisschen. Weil, wie gesagt, man macht auch leider in der Story viele Sachen, die überflüssig sind. Beziehungsweise, wo ich sage, ey, hätte man die Zeit für das lieber genutzt, um irgendwas so ein bisschen zu vertiefen, weißt du? Gerade auch so, und das ist halt auch wieder so ein Punkt, gerade auch so mit Herodotos und Barnabas und so, ne? Die uns die ganze Zeit begleiten, aber irgendwie auch nicht wirklich begleiten. Wisst ihr, was ich meine? Die sind die ganze Zeit bei uns dabei, ja? Seit Anfang an sogar Barnabas fast. Ja, den haben wir auf der ersten Startinsel, unserer Heimatinsel, oder, naja, Heimat ist ja eher Sparta. Ihr wisst schon, was ich meine. Da haben wir den ja schon mitgenommen, beziehungsweise er hat uns mitgenommen auf seinem Schiff. Ursprünglich war es ja mal seins, dann haben wir ihm das abgezogen. Aber was wissen wir eigentlich über Barnabas? Wie viele tiefgründige Gespräche haben wir mit ihm geführt? Wir haben keine Mission für ihn direkt erledigt, obwohl vielleicht kann sein, dass es noch irgendwo schlummert, aber... was ich ein bisschen schade finde, und das ist halt auch so schon seit Jahren, die Beziehung zwischen Ezio und... ich muss es leider immer als Beispiel sagen, vielleicht nervt es irgendjemanden, kann ja auch sein, aber das ist halt meine Meinung. Die Beziehung. Das ist also die Bären, Callisto. Die Beziehung zwischen Ezio und Leonardo DiCaprio. Leonardo da Vinci natürlich, Spaß beiseite. Die war richtig tiefgehend, da hat man richtig gespürt, Alter, das ist ein richtiger Freund von uns. Wir haben mit ihm gequatscht, wir haben Missionen mit ihm gemacht, er hat uns geholfen. Die ganzen Cutscenes zwischen den beiden. Ezio! Leonardo! Geil, Alter. Das war eine geile Beziehung zu einem Nebencharakter. Weißt du, der war noch. Das war wirklich. Ach du Scheiße. Ist der groß? Ach du meine Fresse, du. Moment. Mal schauen, was wir nehmen. Oh, eine dicke Nase, Alter. Gerade auch zu der Zeit waren irgendwie für mich die Nebencharaktere mega nice gemacht, so, weißt du? Weil später hat mir das komplett gefehlt. Wirklich komplett hat mir das gefehlt. In allen Teilen fast. Ja, auch ein AC4, obwohl ich das sehr, sehr mag, hat keinen Nebencharakter, der so geil ist wie
wie Leonardo oder auch Onkel Mario, ja. Fand ich auch mega nice. Ich meine, Blackbeard und so weiter war auch cool im vierten Teil. So ist es jetzt nicht. Ich überlege gerade. Vielleicht der einzige... Der einzige mit ist... Oh, und jetzt fällt mir natürlich in dem Moment nicht sein Name ein, weil ich auch hier nebenbei gerade gekämpft habe. Wie heißt nochmal... Moment, ich muss kurz den besiegen. Warte. Ganz kurz. Ich überlege gerade nebenbei die ganze Zeit, wie heißt er aus AC3, der Meister von Connor? Wie heißt er nochmal? Achilles, Achilles, genau. Achilles, der ist auch mega geil gewesen, weil man sehr viel mit dem zu tun hatte, weißt du? Das ist halt so, das ist halt so ein Ding, was mir gerade auch so in den letzten Teilen und auch in diesem Teil, ja, auch in diesem Teil fehlt. Alter Junge, wie viele Erfahrungspunkte musst du denn machen, um ein Level aufzusteigen? What the fuck, Alter? Heiliger Bimbam, Junge. Das fehlt mir so ein bisschen. Das fehlt mir so ein bisschen. Das fehlt mir wirklich. Bei Origins brauchen wir gerade gar nicht anfangen, Alter. Welche Nebenfigur war richtig interessant? Und auch hier, Brasidas mag ich, Alter. Den mochte ich echt gern. Und Barnabas und Herodotos, Cosmos, die mag ich auch. Ja? Die mag ich. Und auch ein Sokrates und so weiter. Die sind alle korrekt, so. Die sind alle cool, coole Buddies. Aber alle nicht auf dem Level von einem Achilles oder auf dem Level von Leonardo. Das ist halt so, das fehlt mir ein bisschen bei den Assassin's Creed Spielen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie schaffen es ja meistens nicht mal der Hauptfigur Tiefe zu geben. Wie sollen sie es dann bei anderen schaffen? Keine Ahnung. Ist vielleicht auch nur meine Meinung, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, jemand, der Assassin's Creed 2 und Brotherhood und Revelations gezockt hat und vielleicht auch einfach nur Assassin's Creed 3, ja, nur Assassin's Creed 3, dass er mir sagt, dass Nebenfiguren in den letzten Jahren so geil waren wie Achilles. Ja, nehmen wir nur mal Achilles, ja, das ist sogar noch ein bisschen besseres Beispiel, weil Achilles auch nur in einem Spiel, obwohl der ist, stimmt da gar nicht. Aber mal angenommen, man hätte nur Assassin's Creed 3 gespielt, mal angenommen, man hätte nur Assassin's Creed 2 gespielt, nur diese beiden einzeln und die nachfolgenden Teile vergisst man. Selbst in diesem einzelnen Spielen sind sie besser als in Syndicate und Origins und Odyssey. Bei Unity, Elise, das ist, ich weiß nicht, ob das so ein klassischer Nebencharakter ist, weil selbst die Promotion vorher wurde so viel von ihr gezeigt und so weiter. Sie war immer sehr präsent, gerade mit Arno im Zusammenspiel, weißt du, ich weiß nicht genau. Bestien, Bezwingerin, ich bin froh, dich wiederzusehen. Das Fell der Bären Callisto. So gern hätte ich diese Kreatur in der Wildnis erlebt. Sie war sicher wunderbar anzusehen. War sie. Doch auf dieser Welt gibt es noch andere, die von großer Schönheit sind. Und wild? Wo läge denn sonst der Reiz der Jagd, frage ich dich. Sexy Time mit Sahne. Sexy Time. Oh yes. Meistergürtel der Artemis. Also ohne es zu wissen, und ich möchte auch nicht, dass es jemand spoilert, weil ansonsten kriegt er einfach einen Block. Ja. Ja, denn wenn ich solche Sachen äußere, ja, Vermutungen zu Storylines und so, und dann kommt irgendjemand um die Ecke. Ja, du hast recht, so und so ist es ein Spoiler übrigens, nur mal so nebenbei. Aber meine Vermutung bei Artemis wäre auf jeden Fall eine coole Story, so hätte ich sie wahrscheinlich irgendwie ins Spiel gebracht, dass sie uns beauftragt, die ganzen Sachen zu jagen, damit sie wieder irgendwie in den Olymp kann oder sowas. So, dass sie zur normalen Menschen verdammt wurde, wie Herkules, so, weißt du, mäßig. Aber ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Gut, Freunde, also wie gesagt, zu den Kultisten könnt ihr gerne was schreiben, wenn ihr Bock habt.
Und dann schauen wir mal weiter. Aber ansonsten würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal nochmal auf die Jagd auf die letzten beiden legendären Tiere und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Vielleicht habe ich ja so recht schon. Wer weiß. Ich danke fürs Zusehen. Bewerten, kommentieren nicht vergessen, Freunde. Videobeschreibung abchecken. Twitter, Instagram und Twitch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.